Sommertour 2020 ist ein wichtiges Thema, weil unter Corona-Bedingungen die Wirtschaft natürlich gerade besonders betroffen ist. Und deswegen brauchen wir nicht nur die Bewahrung des Alten, sondern wir brauchen auch innovative Unternehmen, die dafür sorgen, dass es am Wirtschaftsstandort Saarland weitergeht. Und deswegen habe ich mich jetzt aufgemacht, um zu gucken, wo sind die Innovativen, wo sind diejenigen, die auch neue Impulse für den Wirtschaftsstandort bringen. Und deswegen bin ich heute hier nach St. Ingbert gekommen. Wenn ich mal nicht Tag und Nacht für Carbolution tätig bin, dann bin ich zum Beispiel ehrenamtlich bei den Business Angels im Saarland tätig. Das Business Angels Netzwerk Saarland e.V. ist nicht so sehr ein Netzwerk von Privatinvestoren. Es legt vielmehr seinen Schwerpunkt auf Coaching. Und im Rahmen eines solchen Coachings habe ich Sensovo kennengelernt, ein sehr, sehr innovatives Unternehmen, das gerade am Starten ist. Und den Walter von Sensovo habe ich heute zu diesem Termin mit eingeladen. Sensovo ist ein innovatives Unternehmen. Wir haben taktile Technologien entwickelt, die es möglich machen, über Vibration die Richtung zu spüren. Die Technologie ist zum Beispiel einsetzbar im Bereich Wander- und Radfahrtourismus, aber auch in anderen Bereichen wie im Bereich E-Mobilität und jetzt in Corona-Zeit sehr interessant die Möglichkeit, die Technologie zu nutzen, um zum Beispiel Besucher in die richtige Richtung zu leiten oder auf Abstand aufmerksam zu machen und sozusagen taktile Warnung dem Nutzer zu geben. Im Unternehmensbereich ist es wie überall wichtig, gut vernetzt zu sein, insbesondere hier im Saarland, das Land der kurzen Wege. Deshalb dachte ich mir, es wäre sinnvoll und eine gute Idee, den Walter von Sensovo und den Markus, der ein ausgewiesener Tourismusexperte ist, die einfach mal miteinander in Kontakt zu bringen. Spannender Termin, weil wir heute zwei Unternehmen hier kennengelernt haben, die durch Corona ganz gut durchgekommen sind und auch nochmal einen Digitalisierungsschub bringen werden. Zum einen Carbolution, die es geschafft haben, mit ihrem Geschäftsmodell früher am Starterzentrum in Saarbrücken gut durch die Krise zu kommen, zum Teil auch von der Krise ein bisschen profitiert haben, weil sie Mittel verkauft haben für die Corona-Forschung. Das ist hervorragend und das ist auch wegweisend und mit Sensovo ein Produkt kennengelernt haben heute, das für viele Bereiche wichtig sein kann. Für das Thema Besucherlenkung in Corona-Zeiten ein ganz wichtiges Thema, aber auch zum Beispiel für die Zukunft des Tourismusstandortes in Deutschland ganz besonders wichtig ist. Also heute der Besuch hat mir Mut gemacht, insbesondere auch für kleine Unternehmen, dass sie aus dieser Krise gestärkt und mit Produkten, die mit dieser Krise umgehen, auch gestärkt in die Zukunft gehen können.